Moin, und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Scrap Mechanic. Und wir befinden uns in einer neuen Welt. In der letzten Woche haben wir ja den Jurassic Park Ford Explorer 1992 Jurassic Park Edition ja schon abgeschlossen, mehr oder weniger. Das Einzige, was da noch fehlt, ist die autonome Fahrfunktion auf einer Schiene. Das machen wir jetzt aber nicht, denn ich möchte jetzt etwas Neues beginnen. Und zwar auch ein Jurassic Park Fahrzeug, nämlich den Jeep Wrangler in der, ich glaube, 1993 Edition tatsächlich, die ja da verwendet wurde im Film. Diese Fahrzeuge hatten ja einen Gasantrieb tatsächlich im Film. Das ging allerdings nicht so ganz im Film hervor. Im Buch ist das wohl irgendwie ein bisschen deutlicher gewesen. Und ja, den wollen wir heute bauen. Ich werde mir jetzt erstmal die Grundfläche nehmen und dann fangen wir schon mal so ein bisschen an mit den markanten Elementen des Fahrzeugs. Also das Fahrzeug ist erstmal ein bisschen kleiner als der Ford Explorer. Das ist ein kompakter Jeep. Da müssen wir mal ein bisschen gucken, wie breit wir das Teil machen. Wir schauen mal. Wir sollten es vielleicht nicht unbedingt breiter als 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Einheiten machen. Ja, ich glaube, das... Ja, ich weiß gar nicht, wie weit hatten wir jetzt den Explorer gemacht? Ich lade den Explorer jetzt einfach nochmal. Ich hoffe, ich kann den jetzt laden. Ich hoffe, ich habe hier alle Mods. Ja, ich habe alle Mods. Bilden wir das Teil mal. Muss ja nochmal schnell gucken, wie breit der jetzt ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, dann sollten wir den Jeep Wrangler auf jeden Fall nicht breiter als 10 Blöcke machen, würde ich sagen. Und in der Länge sollte er deutlich kürzer sein. Also ich finde, der Jeep Wrangler sollte maximal so lang sein, wie, also dass er den Explorer so bis hierhin, von hier bis hier, so würde ich maximal sagen. So ein bisschen. Das wären, wie viele Blöcke wären das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, sagen wir mal 16 Blöcke. Dann haben wir 10 und 16, sagen wir 18. dann haben wir, glaube ich, einen guten Wert. Also 10 und 18. Dann ist es ein bisschen kleiner als der Ford Explorer, das passt dann, glaube ich. So, dann machen wir hier noch eine Platte dran und hier auch noch. Jetzt müssten das 10 sein. So, und jetzt schauen wir mal, in dieser Richtung haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, machen wir 12. Das ist jetzt natürlich, ja, das ist jetzt ein bisschen sehr rechteckig. Also ein bisschen, oder ein bisschen sehr quadratisch noch. Wir machen mal 14. Ist immer noch deutlich kürzer als der Explorer. Und vielleicht doch noch eine Reihe wegnehmen. Dann machen wir mal eine ungerade Zahl. Jetzt wirkt es natürlich wieder ein bisschen klein, oder? Vielleicht vorne noch einen dazu nehmen. Ja, ich glaube, so könnte es ganz gut passen. Für die Grundfläche jetzt erstmal. Wie gesagt, Räder und sowas sind gar nicht eigentlich. Ich habe mir schon mal Rädermäßig habe ich mir schon mal was ausgesucht, was man nehmen könnte. Diese hier, die sehen nämlich ziemlich so aus wie das Original, haben ein bisschen weniger Gummi, aber die Radkappen, die sehen eigentlich genauso aus fast wie das Original. Also mit diesen Balken, die hier so zur Seite weggehen, das ist eigentlich ziemlich cool. Passt eigentlich ganz gut. Aber vielleicht finden wir auch noch andere Räder, aber von der Größe her, finde ich, passen sie eigentlich auch ganz gut. Das kann man durchaus nehmen, finde ich okay. Die merken wir uns also vor, die 3x1 gemoddeten Räder. So, und dann würde ich doch mal sagen, fangen wir mal an, ne? Wir gucken jetzt erstmal, wie breit soll denn die Motorhaube werden, beziehungsweise wie lang. Die Motorhaube nimmt ein Drittel des Fahrzeugs ein. Das heißt ungefähr, wenn wir jetzt hier, wir haben jetzt hier 14 Blöcke, ne? Ich zähle nochmal kurz ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 haben wir sogar. Wisst ihr was, wir machen 16 draus. So, 16 Blöcke. So, und jetzt ein Drittel von 16. 16 durch 3. Ich habe keine Ahnung. Kopfrechnen ist nie meine Stärke gewesen. Ich mache es jetzt einfach nach Gefühl. Und zwar setze ich die Motorhaube... Ne, jetzt noch ein bisschen weiter nach hinten. So, dahin. Da kommt sie hin. Auf die Höhe oder auf den Abstand. Und wir ziehen das mal drei Blöcke nach oben. 1, 2, 3, genau. Und dann brauchen wir auch schon diese tollen Blöcke,
die wir also lieben gelernt haben. Und zwar die, die quasi jede Fahrzeugform eigentlich ermöglichen. Einmal diese. Wie nennen sie sich eigentlich? Block Curve, genau. Und diese. Und dann brauchen wir noch die abgerundeten Kanten. Die dürfen aber nicht so lang sein tatsächlich. Da brauchen wir... Moment, wir nehmen mal diese hier. So, dann schauen wir mal. Wir bauen das Ganze so, dass wir hier diesen Umwandler haben zwischen eckig und rund. Und dann hängen wir da an der Seite einfach einen dran. Nicht zu weit nach vorne gehen. So. Und dann machen wir entsprechend damit weiter. Und das sieht schon ziemlich Jeep Wrangler-mäßig aus. Nein, noch nicht. Wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Muss ich sagen. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber wir sind auf einem guten Weg. Ich ziehe das jetzt hier mal auf die andere Seite rüber. Direkt gegenüber ziehen wir das hoch. Flup. Und diese Fahrzeuge sind ja im Film nicht auf einer Schiene gefahren. Ja, das muss man ja wirklich nochmal ganz klar den Unterschied herausarbeiten. Das sind ja mehr die Fahrzeuge für die Angestellten gewesen vom Park. Das sind ja gar nicht so sehr die Besucherfahrzeuge gewesen. Jetzt muss ich hier gucken, wie ich das... Hier, jetzt habe ich es richtig eingedreht. Die sind ja wirklich fürs Personal gewesen. Man sieht ja den Doktor, glaube ich, damit rumfahren, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, Moment, den hat man nicht gesehen. Den hat man nicht gesehen, wie er damit rumfährt. Wen hat man denn gesehen? Den Muldoon hat man damit rumfahren sehen. Wartet mal, jetzt habe ich hier, glaube ich, 1 zu 4 gesetzt. Kann das sein? Habe ich hier 1 zu 4 gesetzt? Sah gerade zu lang aus hier. Nee. Hä? Moment, habe ich hier einen vergessen? Ja, ich habe hier einen vergessen. Nee. Hier habe ich 1 zu 4 gesetzt. Oh Gott, bin ich wieder verwirrt. Moment mal, ich habe das falsch gemacht. Ich muss das so machen. Haha, das ist passiert, wenn ich quatsche und versuche zu bauen. Das geht einfach nicht gut. Das ist einfach tödlich. Das ist eine tödliche Kombination, wenn ich rede und baue. Da rede ich zum einen Blödsinn, weil den Doktor hat man gar nicht rumfahren sehen, den Harding. Und ja, ich rede nur Quatsch dann. Das ist ganz furchtbar. Ganz fürchterlich ist das. Und genau, wenn ich mir das jetzt hier so angucke, jetzt müssen wir im Grunde die Schräge nach unten nehmen. Das müsste dann dieser Block sein. Den können wir einfach daneben anhalten, ne? Das geht ja, glaube ich. Oder. Jawohl. So, das ziehen wir jetzt einfach rüber. Ganz rüber. Na, komm schon, tu es. So. Es könnte vielleicht tatsächlich noch ein bisschen länger sein, die Motorhaube. Wir machen das erstmal alles nur statisch, ohne Drehung und irgendwas. Ja, das wird alles erstmal nur ganz simpel gebaut, würde ich sagen. So, und dann ist es tatsächlich so, diese Form der Motorhaube ist tatsächlich nur oben so abgerundet. Unten ist das Ganze total eckig. Da geht das eigentlich so ganz normal nach vorne. Ja, da ist überhaupt keine Abkantung oder irgendwas. Das Einzige, was noch ist, das Ganze läuft nach vorne ein bisschen schräg. Das heißt, wir müssen eigentlich hier vorne noch einen zugeben, eine Einheit. Wahrscheinlich wird es am Ende des Tages genauso groß wie der Explorer. Das wäre eigentlich so witzig, wenn ich mich größenmäßig da jetzt total vertue. Aber das ist halt... Größe ist halt echt das halbe... Die halbe Portion sozusagen von dem ganzen Spaß. So, wir müssen das jetzt so machen. Wir ziehen das erstmal so durch. Nee, wir machen es vorne mal gerade. Diese leichte Schräge, die ist einfach zu leicht, als dass wir die wirklich überzeugend darstellen könnten. Das geht gar nicht so gut. Deswegen machen wir das hier jetzt mal weg. Gehen hier einfach gerade nach oben. Und genau hier an der Stelle. Da und da. Wären dann die Scheinwerfer mehr oder weniger. Ja, doch. Die können wir ja schon mal reinpacken. Da brauchen wir diese Lightblocks. Das Witzige ist auch, mir ist mal aufgefallen, die Mods, die haben sich voll verändert irgendwie. Der Look von manchen Sachen. Guckt euch das mal an hier. Das wurde irgendwie geupdatet. Das ist hier eine komplett andere Farbe irgendwie plötzlich. Also das weiß ich nicht, ob mir das so gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das einfach so geändert wird. Weil das kann natürlich dazu führen, dass die Sachen, die man selbst gebaut hat, nicht mehr so aussehen, wie man
sie gebaut hat. So, jetzt habe ich schon das erste Problem. Wo ist diese komische Lampe, die ich immer benutzt habe? Dieser Lightblock. Der ist gar nicht mehr da. Ah, doch, hier. So, ne? Da muss man auch schon jetzt ein bisschen gucken hier. So, das ist erstmal schon... Also, wenn ich das jetzt so sehe, würde ich fast sagen, das müsste alles noch einen Ticken enger zusammen. Oder? Also, das sieht jetzt irgendwie ein bisschen zu breit aus, finde ich. Ich glaube, wartet mal, wir müssen das anders machen. Wir müssen das eher so machen. So. Genau, das ist der richtige Abstand. Für die Lichter zumindest, obwohl... Das muss jetzt stimmen, das ist das Problem. Das muss jetzt stimmen. Warte mal, das sind jetzt 1, 2, 3 Blöcke. Ja doch, das passt eigentlich. Und wenn wir jetzt das hier doch nochmal entfernen und enger zusammennehmen, sodass das Ganze hier schon zusammenläuft, dann passt das, glaube ich, besser. Ohne Spaß. Ich glaube, das passt besser so. Was jetzt natürlich ein bisschen ein Problem ist. Ne, obwohl, das ist gar kein Problem, sehe ich gerade. Das passt eigentlich. Ich dachte gerade, das Ganze wäre jetzt zu schmal, aber das geht, glaube ich, sogar. Frage ist... Moment, da hatten wir es gerade. Die Frage ist, ist es noch breit genug, wenn wir das jetzt so bauen, damit zwei Leute da nebeneinander Platz haben in dem Jeep? Das müssen wir gleich nochmal gucken. Weiß ich jetzt gerade nicht genau. Müssen wir mal ausprobieren, weil es ist schon ein Zweisitzer. Aber es ist halt ein extrem kompakter Zweisitzer, ne? Es ist halt kein wirklich geräumiges Fahrzeug. Ist ja, wie gesagt, auch nur fürs Personal des Parks gedacht gewesen. Und ansonsten war ja eigentlich nur noch Chaos angesagt im Film. Und dann mussten diese Fahrzeuge ja benutzt werden, weil sie die einzigen waren, die man noch benutzen konnte. Ja, ansonsten war ja alles ausgefallen. Dem Gasantrieb sei Dank. So, jetzt ist die Frage... Genau, das sieht eigentlich von vorne ganz gut aus. Jetzt werde ich mich schon mal so ein bisschen um die Radkappen bemühen, damit wir so ein bisschen diesen Charakter des Jeeps schon mal so ein bisschen rausarbeiten können. Jetzt muss ich nur mal gucken, welche Teile ich dafür benutzen kann. Das ist so ein bisschen so eine Frage jetzt. Da muss ich mal schauen. Da braucht man nämlich ein bisschen was Spezielleres. Das hat schon einen gewissen Look, den ich gerne imitieren möchte. Und da muss ich jetzt mal schauen, welche Teile ich da nehmen kann. Also es sind nämlich... Es ist nur in Teilen rund, wenn ich das jetzt... Also es ist... Erstmal ist dieser Rahmen um die Räder, dieser... Ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißen. Diese Dinger, die da um die Räder drumherum sind. Ich wusste es mal wieder, jetzt habe ich es wieder vergessen. Asche auf mein Haupt. Die sind sehr... Sehr schmal. Deswegen, das ist jetzt halt so ein bisschen... Ich nehme mal einen Wing Angle. Wir nehmen jetzt mal die Wing Angles. Wing Block. Genau, die nehmen wir jetzt mal. Und das hier, Surface Panel Curve. Dann nehmen wir auch noch Surface Panel. Surface Panel Wing Connector. Surface Panel Small. Wir nehmen jetzt mal die ganzen Surface Panels und gucken uns mal an, wie das alles im Detail jetzt aussieht. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, wie das aussieht hier, dieses Teil. Das Ganze muss sogar ein bisschen weiter nach vorne gehen, unterhalb der Lichter. Aber das ist ein bisschen tief, wenn man es unterhalb der Lichter baut. Das müsste schon eher hier anfangen. Kann man da jetzt noch weitermachen an der Stelle? Ja, das geht. Aber das sieht... Moment, das müssen wir einen Ticken nach vorne ziehen. Ja, so. So ist das gar nicht schlecht. Vielleicht ein bisschen hoch, aber es geht eigentlich so. Passt schon. So, und jetzt nach unten. Und jetzt müssten wir so ein Ding... Gibt es da noch ein kleineres? Glaube schon, das müsste das kleinere sein, oder? Aber irgendwie kann man das jetzt nicht da oben ransnappen. Warum nicht? Das ist irgendwie ein bisschen doof jetzt. Davon gibt es doch bestimmt noch eine halbe Portion. Moment. Das muss es geben. Das muss es geben. Gibt es aber irgendwie nicht, oder? Einen halben Wing? Gibt es nicht. Schade. Das ist sehr ungünstig, wenn ich das mal sagen darf. Das ist ja ein Surface Panel. Man müssen ja jetzt unterscheiden zwischen Wing Angle und Surface Panels.
Ich weiß nicht, passen die überhaupt aneinander richtig? So, die nächste Frage. Passen die überhaupt? Die passen gar nicht. Guckt mal, das geht gar nicht. Moment, wir müssen, glaube ich, erstmal diese Platte. Ah, guckt mal, das ist gut. Ja, wartet mal, das ist gut, das ist gut, das ist, so ist das gut. Genau, und jetzt da vorne ein Winglet dran. So ein Wingding. Genau. Das ist, glaube ich, sogar genau der Abstand. Nee, Moment, das stimmt noch nicht ganz. Das stimmt noch nicht ganz. Das ist noch nicht ganz so schön. Moment, das müssen wir anders machen. Wir müssen es anders machen. Sekunde, 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 wir müssen es anders machen. Wir müssen das hier nochmal löschen. Oder beziehungsweise das müssen wir löschen. Und da müssen wir ein bisschen weiter nach vorne gehen. Da brauche ich doch nochmal hier die normalen Baublöcke und einen. Wo ist er? Hier so ein Wedge. Damit müssen wir das machen. So müssen wir das machen. So wird ein Schuh draus. Ja, so nicht. So. So ist das korrekt, glaube ich. Und hier an der Seite kommen dann die Felgen ran. Und alles. Ach, das ist schon eine ganz schön abenteuerliche Konstruktion, fällt mir mal gerade so auf. Das ist nicht so ohne Witz. Das ist schwerer als der Explorer, muss ich mal sagen. Das ist echt nicht so ohne, Freunde. Ohne Spaß. I shit you not. Das ist echt kompliziert. Hier haben wir sogar den abgetrennten Arm, der dann im Bunker für eine kleine Überraschung sorgt. Sehr schön. So, Moment. Ich mach erstmal zwei Sitze nebeneinander, oder? Jetzt gucken wir mal. Wir haben hier auch mehr Sitze auf einmal. Guck mal, was ist das hier? Mod Passenger Seat dreimal. Drei Blocks weit. Horizontal Hands Movement. Angled Hands Movement. Okay, ich glaube, wartet mal, das muss ich mir jetzt mal angucken. Was bedeutet das denn alles? Die sind neu, die Sitze. Die gehören zu dem Mod hier, aber die sind neu. Moment, das müssen wir uns mal jetzt angucken, ganz schnell. Heavy, hä? Ich sehe da jetzt keinen Unterschied. Wo ist denn da jetzt der Unterschied? Ach so. Ah, okay. Ich verstehe. Da hält er quasi die Hände zum Lenkrad hin. Okay, weil es gibt ja in dem Mod auch ein Lenkrad. Jetzt verstehe ich das. Und je nachdem, wie hoch das Lenkrad sitzt. Ah ja, guckt mal, da kann er auch nach unten greifen. Verstehe, alles klar. Also es bezieht sich auf die Handbewegung oder die Handposition. Okay, interessant. Was ist das hier eigentlich? Mini Electric Engine. Was es jetzt alles gibt, ey. Wahnsinn. Small Sensor. LED-Switch. Crazy. Alles neue Sachen hier. Verrückt. Das muss ich alles ausprobieren. Und neue Lichter gibt's auch. Guckt mal. Das fällt mir jetzt erst auf. Wartet mal, da können wir doch hier. Ach, guck mal, das ist ja geil. Da können wir die Blöcke ja hier einstampfen. Die brauchen wir ja gar nicht mehr dann. Die sehen auch voll cool aus. Die haben jetzt eine Textur. Das ist ja der Wahnsinn. Hier können wir diese kleinen Lichter machen. Da gibt es ja auch so kleine Lichter vorne. Nicht schlecht. Geil. Der Wahnsinn. Das ist voll cool. Guckt euch das an. Das ist richtig geil. Mit dieser Kopfexplosion meinerseits endet diese Folge. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Scrap Mechanic und dann machen wir hier an der Stelle weiter. Bis zur nächsten Folge Scrap Mechanic. Bis dann, ciao, ciao.